Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Survival mit dem Ingo Viva. Mit dem Big Mana. Und dem Mordi. Jawohl! So schaut's aus, Klaus, ne? Und so. Nee, also. Wie gesagt, wir sind hier noch fleißig am Buddeln der Felder. Oh, jetzt regnet's. Bei dir auch? Ja. Ja, bei mir auch. Und ja. Mal schauen, was da mal hier rumkommt, ne? Genau. So, fucking, ey, wie waren jetzt nochmal die Türen, ey? Türe. 3 nach oben, ne? Oder? Ne, 2x3, genau. So, hep. Hep. Ich gehe mal ganz kurz, muss ich mal kurz vom Mikrofon weg, weil ich habe unten meine Zimmertür, also meine Terrassentür, habe ich auf Kipp. Und wenn es jetzt regnet, habe ich keinen Bock, dass es da reinregnet. Ja, nee, dann mach mal Flitzebogen. Er kommt nicht mehr wieder. Da kommt nicht mehr wieder. Mehr wieder. Soll mal mein Fenster zumachen, glaube ich, sonst. Nein, und das will ich unbedingt nicht. Deshalb mache ich jetzt mein Fenster zu. So. So, da bin ich wieder. Noch nicht reingerechnet, Gott sei Dank. So, da ist er wieder. Da sitzt er eben da. Mal Tag machen, ne? Genau. So. Boje. Tut mir leid, war ausgerutscht. Ach, hier muss auch noch Kies rein, Boje. So, ich hab gedacht, das sollte ich nicht machen. Ah, ne, da soll kein Sand. Auch noch Kies rein. Hier Kies rein. Wie gut, dass ich eine Spitzhacke dabei habe. So. Und hier auch noch die 2. Und da hinten noch 1, genau. Sehr schön. Da mache ich wieder... Sollen wir jetzt wieder einen Stein hier rummachen? Steinmauer? Ja, würde ich sagen, ne? Guck mir das jetzt auch mal eben von oben an. Das habe ich noch nicht gesehen. Genau, mach das mal. Nein! Mann, Ingmar. Pass doch mal ein bisschen auf. Ich mache es auch von meinem Turm an, glaube ich. Von deinem Turm? Mach das von meinem Haus, ey. Ja. Man kann es ja auch nicht recht machen. Boah, ich bin so überladen. Weizenfelde schon vollkommen. Das blüht, naja, noch nicht ganz, aber schon sehr viel. Ja, ich weiß. Habe ich auch schon gesehen. Aber lass das mal, weil ich will das gerne so sehen mal und dann... Wie es dann halt komplett, wenn es halt alles wächst. Weil wie gesagt, Zuckerrohr ist fast fertig, Kartoffel ist am Blühen, ist schon fertig, Weizenfeld ist fast fertig, dann noch Möhre. Das sieht dann so geil aus, ey. Boah, sieht das geil aus. Wir haben uns mal wieder selbst übertroffen, meine Jungs. So, das lasse ich natürlich wieder hier offen. Das sieht wirklich gut aus. Mhm. Muss man ja mal sagen. Scheiße. Wie gut, dass man immer Werkzeuge dabei hat. Oh.
machen muss, ist in den Äther gehen. Einer Festung suchen. So, dann kann ich schon mal hier. Ja. Sieht echt schon. Aber hier hast du noch ein bisschen Stein. Also halt hier. Nein. Ja, nicht Stein, Dings hier, du weißt, was ich meine. Kies. Kies, weil da hinten. Ist mir gerade aufgefallen. Können wir noch ein bisschen. Warte. So. Was ist das jetzt? Möhren? Hm? Karotten. Möhren. So, sehr schön. Ob man das Feld wirklich bis hinten zum Mordi hinziehen kann. Aber wir haben ja jetzt schon alles so. Nee, das schaffen wir nicht. Dann müssten wir theoretisch nochmal Weizen machen und nochmal was. Oder eine Hühnerfarm oder so. Gut, das können wir theoretisch machen. Da hinten ist ja bergig, wo es runtergeht. Dann finde aber mal Hühner, die du hinlockst. Und die sind weit weg, du. Hier ist so eins. Zwei. Hier im Wasser. Nee, eins. Mordi eigentlich? Weiß ich gar nicht. Mordi? In Baden. Achso. Hä? Ja, Böy, warte. Geh mal weg. Geh mal weg. Oh, jetzt müssen wir mal irgendwie hier durchkommen. Ja. Andere Seite, genau. So, mehr kann ich noch nicht machen. Opi hat das Spiel betreten. Oh, Opi! Das heißt, der Niklas ist da! Aber er weiß ja nicht, wo wir sind. Aber ist ja auch egal. So, Hütte, da muss noch Scheiben dann rein. Das Dach muss noch gemacht werden. Das macht Mordi, ja, der ist ja dabei. Ich bin schon dabei. Karotte? Warte mal, du hattest ein bisschen was gehabt, ne? Hast du mir gesagt? 36 Karotte. Ja, sehr hab schön. Ich reingeschmissen. Sehr schön, dann kann ich das schon mal hier weitermachen. Warte mal. Mal kurz einmal schreiben. Das sieht gut aus. Was denn? Das ganze Fell, du. Also ich, ja, ich sag ja, das ist echt irgendwie. Das hat was. Oh. Wie oft regnet es eigentlich bei dir, Ingmar? Bei mir regnet das gar nicht so oft. Ja, das ist halt hier witterungs sehr gut. Merkt man. Alter, Fantasie. Also, Spaß, wie oft ich jetzt oder auch wir gesagt haben, boah, das sieht echt gut aus, sieht echt gut aus, ne? Ja. Das ist. Ohne Scheiß. Aber wir müssen Fackeln noch hier hinsetzen, wenn es Nacht ist. Es sieht so verdammt gut aus, ey. So, die letzten vier. 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen. Ah. Hammerschön, ey. Warum schreibt Niklas denn nicht? Keine Ahnung, vielleicht weiß er nicht, wie es geht. Ja, wollte ich gerade ausschreiben. Das sieht so schön aus, ey. Darf ich Niklas töten? Nein, der gehört nicht zur Aufnahme.
Genau. Warte mal. Das haben wir. Genau, Fackeln. Habe ich welche? Ich habe nur eine Fackel, schade. Erst wenn man nicht Fackeln jetzt hier hinsetzt, sondern vielleicht Laternen macht. Wie wenn du Dings hast? Ich hab einen Nether, immer. Ich kann Glühstaub holen. Dann mach du das mal, dann machen wir Laternen richtig hin. Das sieht dann richtig geil aus, Morty. Ohne Spaß. Das sieht richtig geil aus. Dann krieg ich jetzt meine ganzen Fackeln wieder. Genau. Dann machen wir richtig um die... Dann machen wir um die Felder überall Laternen und auch hier die Wege und so. Das sieht so geil aus, das verspreche ich dir jetzt schon. Gut, dann haben wir das Feld auch fertig. Dann fehlt nur noch theoretisch... Ich würde ja gerne Kürbis machen, weil das sieht halt... Auch wenn man es nicht braucht, aber es sieht halt... Aber es gibt dem ganzen Eindruck nochmal eine... Ja, noch eine andere Atmosphäre, finde ich jetzt, also... Ja, klar. Wenn ihr jetzt sagt, brauchen wir nicht. Klar, aber ich finde, das sieht halt noch schön aus, weil das könnte man theoretisch... Könnte man das, warte mal, weil Kürbis bräuchte man jetzt nicht so ein großes Feld. Könnte man das hinter dem Zuckerrohr machen, so leicht links. So leicht linkslich davon gesehen. Und ich muss mal ganz kurz... Weizen noch, kann ich noch mehr anpflanzen, genau. Oh, haben wir da... Ah, der hat mir alles schon fertig, genau. Das brauchen wir also nicht. Dann werde ich jetzt mich in den Nether begeben. Genau, ins gefährliche Nether. Gefährlich ist es nur noch wieder nicht. Boah, wie schön das... Ah, das ist so geil. Was ich mir aber mitnehme, ist ein bisschen der Fackel, ne? Wow, vielleicht ist es ein bisschen dunkel da drin und dann habe ich Angst. Ach scheiße, jetzt haben wir... Ah, doch, natürlich durch. Warte mal, dann mache ich hier nochmal einen Durchgang. Dass wir hier... Genau, warte mal, dann machen wir hier das einmal weg. Dann mache ich hier noch eine Tür hin. Tür. Hab sogar noch eine. Sehr schön. Zack. Hui. Auf in den Nether, Freunde. Yeah. Oh yeah. Mal schauen, ob ich überhaupt Glühstaub sofort finde. Glaube ich erstmal... Sogar... Oh, scheiße. Es fehlt mir ein blödes scheiß Kies. Ach, da ist ja genug. Ja. So ein Gemeinschaftsprojekt hat was. Also muss ich echt ganz ehrlich sagen. Oh, scheiße. So, ich gehe mal ganz kurz nochmal mir das Feld angucken. Und Opi, er nimmt alleine auf irgendwas. Kann natürlich auch sein. Nee, doch nicht. Nein! Was denn? Da ist ein Dingses. Was denn? Hau ab! Ich hab mein... Nein! 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 Hör auf! Mein Tor ist kaputt! Och, Börje, nee, ne? Nein! Hör auf! Geh weg! Geh weg, du Scheißteil! Ich hab keinen Bogen dabei! Fuck! Hab ich ein Feuerzeug dabei? Ja, Gott sei Dank! Damit könnte ich mein Tor noch vielleicht reparieren, außer das ist jetzt ganz Schrott. Nee, ich krieg dich, Alter. Boah. Ich muss sagen, das sieht richtig jetzt noch besser aus, durch das Feld da unten, das Möhrenfeld jetzt noch ist. Zuckerrohr wächst richtig geil, ey. Dann würde ich sagen, da hinten machen wir das Kürbisfeld noch hin. Da ist Kürbisfeld. Wassermelonen natürlich gibt's leider nicht, aber vielleicht findet man das ja dann irgendwann mal später. Das Häuschen, was da ist, was Morty gerade baut, sieht echt gut aus. Mit den ganzen Truhensachen drin da. Morty kann ja schon mal ein bisschen Ordnung machen in den Truhen, dass man genau weiß. Oder Schilder vielleicht sogar bauen. Und dann draufschreiben halt, was ja, da reinkommt. Ich mach jetzt erstmal nur so erstmal das alles von da draußen erstmal hauptsächlich rein. Dass ich da draußen die zwei Kisten noch abreißen kann und dann Urlein noch mit hier reinbauen, hier noch mit reinstellen kann. Genau, und auch der Crafting Table und das alles. Genau. Genau, der Crafting Table ist ja schon drin. Ach, hast schon. Sehr schön. Was ist das denn hier? Den Ofen habe ich jetzt noch nicht, weil da ist halt noch was in Produktion, was ich jetzt gleich noch wieder brauche. Nämlich Glasscheiben. Da mache ich mal ganz kurz. Crafting Table hast du da. Holz habe ich noch. Jupp. Da mache ich mal kurz Schilder. Schau mal. Dann können wir nachher mal ein bisschen was hinschreiben, ne? Stickies, da. Und Morty, das ist jetzt wieder dein Part. Mein Part schon wieder, ja. Und ich sage mal so,
die Folge, wie ihr sie jetzt schon mitbekommen habt, neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Leider. Und von daher würde ich jetzt einfach mal behaupten, es war schön, euch wieder dabei gehabt zu haben. Und ja, meine Freunde, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann, Antenne. Und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.